Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu Sven XXX, den Osterspezial. Ja, um was geht es? Sven ist das schwarze Schaf. Und das, er möchte, er heißt, mit Nachnamen heißt er Bonbon. Es ist bereits das vierte Spiel der Reihe. Insgesamt gibt es 7 Spieler. Ja, Sven möchte, möchte seine Schafsamen, die man ja sehen, schön sehen kann, beglücken. Ganz einfach, er möchte 6 haben. Ja, 6 ist das älteste, was es eigentlich seit der Menschheit gibt. Und aber heutzutage trotz in der zivilisierten Welt immer noch verpönt, darüber zu reden. Dieses Let's Play ist vielleicht mit das, naja, gut, es gibt schon mehrere Let's Plays darüber, aber wirklich so hat man selten. Okay, ja, um was geht es im Spiel? Wir gucken jetzt hier mal die Hilfe ein. Noch eine Warnung vorweg. Fragt nicht eure Eltern oder Freunde oder Bekannte oder sonst wen, was Sex ist oder was man macht oder sonst was. Denn ihr werdet nur verstummte Gesichter sehen und beziehungsweise hochrote Köpfe. Keiner spricht gerne darüber. Und aber hier in diesem Let's Play wird es gezeigt. Schon länger war bekannt, dass Sven von Aliens entführt wurde. Nun kennt die Welt endlich den Grund dafür. Er wurde geklont. Ja, und dazu möchte ich sagen, Sven, wenn man das erste Spiel sich holt, Sven Bonbon heißt es übrigens, da ist von den Aliens noch keine Rede, die sind erst in den zweiten oder dritten Teil dazugekommen. Leider hat diese Prozedur schwere Schäden hinterlassen. Die Erinnerungen an fast all seine beliebten Stellungen sind einfach weg. Wie gut, dass Frigida sich noch daran erinnert und Sven als Belohnung auf die Sprünge hilft. Im Helpscore-Menü kannst du alle Stellungen bewundern, die Sven wieder gelernt hat. Doch auch sonst gibt es viel zu entdecken. Malerische Landschaften, exotische Tiere und einige Easter Eggs warten auf Sven und auf dich. Falls dir die Stellung der Steuerung nicht gefällt, Einstellungen, kannst du sie über den Punkt Steuerung beliebig verändern. Das gleiche gilt natürlich auch für deine Mitspieler im Zwei-Spieler-Modus. Um richtig ins Spiel zu kommen, solltest du unbedingt mit der Episode Training beginnen. Dort wird dir alles ausführlich erklärt. Viel Spaß mit Sven XX. Jawohl, und wir bedanken uns auch gleichzeitig für ein Phänomedia AG, die dieses wunderbare Spiel, oder wunderbare Spielserie erschaffen hat. Bekannt sind so durch die Moorhuhn. Ja, hier, kann man ja eigentlich schon sagen, bekannt geworden als durch dieses Spiel. Jawohl, die Gegner von Sven sind natürlich Wotan, da im Blick täuscht, was auf den ersten Blick aussieht wie ein gemütlicher Troll, der durch einen herabhängenden Pony kaum einen Meter weit gucken kann, entpuppt sich als unerbittlicher Wächter der Herde. Mit Argus Augen hat er alles im Blick und nimmt sofort die Verfolgung auf, sobald Sven aktiv wird. Zum Wohle von Svens Gesundheit und deinem Spielspaß solltest du Wotan lieber aus dem Weg gehen. Sobald er Sven zwischen die Winkelpfoten kriegt, gibt es Treasure. Es gibt jedoch ein Ding, bei dem Wotan nicht widerstehen kann, ein saftiger Knochen. Er ist ja schließlich doch nur ein Hund. Jawohl, das ist ein kleines Extra hier, was in der Level liegt, für Wotan. Dann der nächste Gegner, der wichtigste auch mit, ja, eigentlich sind alle wichtig, der Oberboss der Herde, Lars Einigen. Da er den verständlichen Wunsch hegt, seine Herde zu behalten, sieht er es gar nicht gern, wenn Sven ein Schaf nach dem anderen zum Plätzen bringt. Zum Glück ist er jedoch nicht der Schnellste, außerdem passiert es ihm immer wieder, dass er spontan einschläft. Vor allem, wenn er sich mal wieder einen Schluck aus der Flasche genehmigt hat. Trotz seines hohen Alters kann er allerdings noch immer ordentlich zuschlagen. Das ist eine Erfahrung, die Sven bei Zeiten macht, wenn er ihm über den Weg läuft. Es ist also ratsam, ach Lars, weiträumig zu meinen. Genau. Eine Flasche Portwein kann niemand verwehren. Brumse. Svens rotaarige Heimsuchung, die er mehr fürchtet als Wotan und Lars zusammen. Ein paar Prügel zu kassieren kann man ja noch verkraften. Aber Brumses Knuddelattacken sind mehr als ein Schaf alleine ertragen können. Denn ihre Vorstellung von Streichereinheiten sind etwas arabiater. Gott sei Dank gibt es noch Brumses Lieblingsdaddy, der ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn sie ihn findet, so ein Daddy hat schließlich den Vorteil, nicht dauernd wieder wegzulaufen.
Außerdem macht er ganz famose Geräusche, wenn man ihn auf den Boden schlägt. Gegensatz zu einem Tier, wenn man das nicht auf den Boden schlagen soll. Sollte. Die einzigen, die wehtun dürfen, sind Lars und Wotan. Die Extras. Halt, einen Gegner habe ich noch vergessen. Die Aliens. Mittlerweile ist das halbwegs amtlich. Diese merkwürdig anmutenden Jungs sind Wissenschaftler mit recht ausschweifender ihre Fantasie. Und einer Ethikkommission müssen sie anscheinend auch nicht Rede und Antwort stellen. Wie sollte man da diese unsäglichen Klonversuche rechtfertigen? Kerlen mit solchen Absichten sollte man lieber aus dem Weg gehen. Ein zweiter Sven ist dem ersten schon nicht unbedingt recht. Aber wie sollte denn der zweite gegebenenfalls auf den dritten reagieren? Oder der dritte auf den vierten? Wer soll da noch den Überblick behalten? Ja, manchmal ist es gut, wenn man zwei hier ist. Aber wer sollte es auch bei besten wenig sein? Denn bei zwei Kloten Sven kann man wenigstens zu zweit auch deswegen auch in Zwei-Spieler-Modus spielen. Die Extras. Dem aufmerksamen Spieler werden die Gegenstände auffallen, die ab und zu eingesammelt werden können. Einige davon können für Sven sehr nützlich sein. Zum Beispiel der Teddybär von Bromser, die Flasche oder auch der Knochen. Allerdings kann man die drei Sachen nicht einsammeln, die müssen dann die Gegner selbst einsammeln. Diese Sachen kann man selber einsammeln. Die Rakete, eine wahre Hochgeschwindigkeitsapparatur. Dein Engelbötz macht Sven ganz langsam. Genau. Jeder Mann kennt das, wenn er nicht stehen will, sondern nur hängen will. Dein Miefbötz, als Sven den Geruch erst an sich vermisst, er allen die Laune. Er hilft nur eins, Wäsche, aber die gibt's ja leider nicht. Die Bauerflower. Welche Dame lässt sich nicht mit roten Rosen beeindrucken? Das Geschenk, ein bisschen Zeit und etwa Bock, kann man immer gut gebrauchen. Übrigens, liebe Herren, eine Rose hat doch keinen geschadet. Macht eure Freundin oder Frau eine Freude und bringt ihr doch auch mal ein Blümchen mit. Das Alien-Artefakt, seltsames geschieht allen, die ihm zu nahe kommen. Ja, hier sieht man die Steuerung. Normalerweise die Standard-Tastaturbelegung ist genau andersrum. Gegen Spieler 1 hat diese Tastaturbelegung und Spieler 2 hat diese Tastaturbelegung, was ich etwas komisch finde. Dass Spieler 1 auf der linken Seite sitzt und Spieler 2 auf der rechten Seite. Aber gut. Jeden das seine. Und hier sieht man schon die berühmte, eine der berühmten Stellungen, wie man ausführt. Einmal langsam und mit der Hose immer schneller. Okay, dann gucken wir mal in den Inhaltsdruck. So, ja, die Sammelkarten. Ja, sind natürlich einmal getrennt. Einmal der Highscore für Spieler 1 und einmal der Highscore für Spieler 2, wenn man in Team spielt. Sammelkarten. Insgesamt gibt es in der XS-Version 39 6 Stellungen. Kann man hier freischalten, wenn man das Spiel startet, sind ungefähr, glaube ich, 3 oder 4 sind, glaube ich, freigeschaltet und die Rest muss man alles freischalten. Ich habe bei der schon die schon mehrere Aufnahmen jetzt habe ich natürlich schon ein paar Sachen freigeschaltet. Ich werde jetzt nicht gleich alles vorlesen. Das sind, glaube ich, 17 Stellungen habe ich ja freigeschaltet schon. Bis an 17 Stellungen. Leider bin ich noch leicht erkältet. Habe ich noch nicht ganz von meiner Erkältung erholt und deswegen kann ich jetzt nicht ganz komplett alles vorlesen. Ja, lese aber während des Spiels noch das eine oder andere vor. Ritt auf dem grünen Teppich. Eine Stellung, die nicht ausschließlich fortgeschrittenen Vorbeiten bleibt. Auch Anfänger können hier schnell und ohne viel Übung ganz erstaunliche Erfolge erzielen. Daher ist diese Position besonders geeignet zur Stärkung des Selbstvertrauens. Aber einen Hinweis möchte ich doch gerne noch loswerden. Bitte macht die Stellungen nicht alle nach.
denn es können ziemliche harte Verrenkungen geben oder sonstiges. Alle, diejenigen, die die Stellung nachmachen wollen, dann viel Spaß dabei, aber bitte seid vorsichtig damit, nicht, dass ihr euch dann im Krankenhaus oder sonst wo findet. Es sieht ziemlich bitterbar aus, wie man da zu so komischen Verrenkungen kommt. Der zweiarmige Bandit. Hier ist schon ein wenig mehr Geschick und vor allem Gelenkigkeit gefragt. Zudem sind einige physische Grundvoraussetzungen unumgänglich. Bei unzureichender Länge der Gliedmaßen hält sich der Spaß leider in Grenzen. Über die notwendige Armlänge und eventuelle Alternativen berät der Orthopäde das Vertrauen sicher gern. Aber ich möchte nicht den Orthopäden fragen, hören dann gleich Mäuschen spielen, wenn einer fragt, ein Orthopäde fragt, ich möchte zwei armigen Banditen mit meiner Frau machen, kann man die notwendige Armlänge dann bekommen? Okay. Der ägyptische Tiefflieger. Eine Stellung, die eher eingeschränkt zu empfehlen ist. Zunächst sollten die Partnerinnen recht robust und in guter körperlicher Verfassung sein. Für Brillenträgerinnen ist diese Stellung jedenfalls auf jeden Fall ungeeignet. Also vorher Brille ab. Der Frieden des Missionars. Was soll man hier noch große Worte drumherum machen? Klassiker sterben heute nie aus. Eine Stellung, bei der man nicht mehr viel falsch machen kann. Dieser Umstand macht sie für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen empfehlenswert. Ja, und wie die Stellung dann insgesamt im Spiel aussehen, das sehen wir auch gleich. Big Boba. Die Ursprünge dieser Stellung sind zweifelfrei in der Rock'n'Roll-Bewegung der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zu ersuchen. Die Ähnlichkeiten etwa zum doppelt gehupften Seitenlupfer, aber auch zur berühmten Tennessee-Hupfdohle sind ebenfalls unverkennbar. Man merkt schon, da sind sich ja auch nicht ganz wie ernst das Spiel. Der heimkehrende Wanderer. Mag der Name auch eher humoristisch anmuten, so erklärt er doch zutreffend den Ursprung dieser Stellung. So sehr sich der erste Vermerk im sogenannten Alpen dann drauf findet. Man stelle sich vor, er kommt nach 10 Stunden Bergtour nach Hause zurück, da bleibt einfach nicht mehr Energie übrig, die Wirkung wird aber dennoch nicht verfehlt. Also liebe Damen, nichts mehr mit. Groß, ich habe Kopfweh. Wenn sogar ein Mann nach einer 10-stündigen Bergtour dann noch so eine Leistung vollbringen kann. Die italienische Schubkarre, sportlich technisch jedoch nicht ausgefeilt, um sie Anfängern unzugänglich zu machen. Eine Konvention, die diese Stellung zu einem wunderbaren Allrounder macht. Die überraschte Wäscherin, da gibt's keine. Kann man nur sagen, ohne Worte. Aber man genießt und schweigt. Okay, das soll erstmal gewesen sein. Da fange ich jetzt ganz einfach mal mit dem Spiel an. Dazu kriege ich einmal Spiel 1 und Training. Nutzt die weitesten Tastatur, um Sven zu steuern. Mit STRG rechts, drückst du die Schafe. Im Zweispielermodus natürlich dann die WASD-Tasten und so weiter. Ich habe die Steuerung schon umgestellt. Ich spiele gleich die WASD-Tasten. Man geht ja mit den WASD-Tasten direkt auf ein Schaf zu, am besten von hinten. Und drückt die, wie bei mir, jetzt die Leertaste. So, entschuldigt mir eine kurze Unterbrechung. Und da haben wir schon die Frigida erwischt. Die Frigida, die hat ja den Teekessel über Nische. Auf. Da haben wir einen Toppen Rittberger oder wie der heißt. Der Marquis. Hier kann man auch noch drauf. Sven muss sich den Schaffen, die jetzt zum Glücken geht, von hinten nähern. Wenn ein Schaff nicht von hinten erreichbar ist, stößt Sven beim Drücken der Taste seinen schönsten Lockpfiff aus und das Schaf dreht sich freiwillig um. Aufpassen muss man auch auf die Wolken. Wie hier sollte man jetzt das Schaf lieber anpfeifen. Nicht, dass es dann dabei ist passiert, da konnte ich es nicht anpfeifen und er kriegt eine Frondische. So, dann haben wir den ersten Level, den Training abgeschlossen. So, und jetzt haben wir auch hier den ersten Gegner, nämlich Lars. Deswegen gehe ich erstmal hier zu den ersten Schaf hier.
Und das ist natürlich auch Frigida. Und da haben wir auch eine neue Sechsstellung. So, Lars ist jetzt aufgewacht. So, hier haben wir jetzt das erste Schaf. Da sind schon die mittleren Wolken zu sehen. Da pfeift man einfach und schon können wir loslegen. Lars, da schimpft aber meistens. Außer seinen Wort ein bisschen. Ach, da habe ich jetzt nicht auf die Wolken aufgepasst. Moment. Liebes Schlaf, dreh um. So. Ja, Lars, da warst du ein bisschen zu langsam jetzt. Da war ich ein bisschen schneller. Meine drei Leben habe ich behalten. Okay. Und weiter geht's. Ja, jetzt kommt ein Bonus-Level. Da sind auch ab und zu mal drinnen. Wir müssen gegen so, die scharfe Scheren. Das ist Svens, Sven sag ich schon, Lars, Hauptaufgabe. Ach, na. Gegen so zu Sven muss Lars eben die scharfe Scheren. Und man sollte die Extras dann an die Seite gehen. Wie zum Beispiel die Flasche, sonst schläfst du ein. Jo, da haben wir den Bonus auch abgeschlossen. Und jetzt haben wir Bromse sogar als Gegner. Links oben im Bild wird das Zeitlimit angezeigt. Es geht nach Zeit. Ja. Für jedes Schaf das mal beglücken oder Junge, jetzt komme ich mit der Steuerung nicht klar. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann kommen die Aliens und holen die Schafe ab. Schaff mal doch, ja, aber. So, und die anderen beiden können, können sie abholen. Anderen Schafe. So. Weiter können wir jetzt auch mal eh nicht hin. So. Junge, Junge, Junge. Vier Schafe. Unten rechts sieht man ja die Lehm. Die können, leider gibt es ja keinen Fall in dem Spiel. Das Ganze wird mit der Tastatur gesteuert. Deswegen, ja. So, jetzt haben wir eine Rose. Und haben auch gleich die. Ich mach mich mal lauer ab, ja. Jetzt können wir ja die Raketen noch einsammeln und schon geht's los. Da sind wir etwas schneller. So. Ah! Jetzt habe ich den Mief-Pilz eingesammelt. Das gefällt kein Schaf. Ja, da kriegt gleich einer auf den Nisch. So, glücklicherweise ist noch ein bisschen vergangen. So, und du kommst auch noch dran. Jo, läuft ja jetzt ein bisschen besser. Ein bisschen sitze ich auch ein bisschen zu weit von der Tastatur weg. Ja, Pfützen dienen so als Abkürzung. Die kann man auch meistens schön gebrauchen. Oh, haben wir gleich Frigida erwischt. Je mehr Punkte wir auch kriegen, umso. Nein, 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 nein. Jawohl, er säuft Bier, seine Wein. Dann nochmal ja freie Bahn soweit. Moment, nach unten. Dann mal nach unten. So. Jawohl, jetzt haben wir die Rosen noch ein. Und schon haben wir. Dauert es nicht so lange.